Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu der zweiten Folge vom Sketch Me If You Can Podcast. Ich freue mich schon sehr auf die Folge. Es wird so ein kleines Experiment, weil, wie versprochen, werde ich in dieser Folge zeichnen nebenher. Also an die Podcast-Leute, ihr könnt das Ganze auch nur anhören. Das wird sich auch eignen, ja, wenn ihr das eben unterwegs hören wollt oder eben nur die Audio anhören wollt. Und für die, die auf YouTube zugucken wollen, die werden dann die Zeichnung live mitverfolgen quasi. Also ich habe hier einmal über mir eine Kamera und neben mir eine Kamera, wo man mich sieht. Ja, das wird so ein kleines Experiment. Ich habe das ja letzte Woche schon aufgenommen, also auch mit dem Zeichnen und so. Aber ich habe festgestellt, es ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also ich muss mich auf mega viele Sachen irgendwie gleichzeitig konzentrieren. Auf die Zeichnung. Ich darf mein Skizzenbuch auch nicht irgendwie verschieben, weil ich ja von oben mitfilme und weil das sonst komisch ist, wenn das die ganze Zeit verschoben wird. Dann muss ich darauf achten, dass ich hin und wieder mal in die andere Kamera gucke. Dann muss ich darauf achten, dass ich geradeaus ins Mikro spreche. Also, ja, unterm Strich, ich habe es nicht hinbekommen letzte Woche. Aber ich hoffe, diese Woche klappt's. Ich hatte auch so ein bisschen Schwierigkeiten mit Ton, mit Kamera, also alles Mögliche. Ich habe ja eh so ein bisschen technische Schwierigkeiten, die mich mein Leben lang immer wieder begleiten. Und außerdem, wenn ihr irgendwelche Hintergrundgeräusche hört, das sind meine Katzen, I'm sorry. Ich hoffe, man hört es nicht allzu sehr. Und ich hoffe auch, dass man dieses Kratzen vom Bleistift nicht so sehr hört, weil ich nämlich gleich anfange zu zeichnen. Und ich habe ja letzte Woche schon erwähnt, ihr könnt die Zeichnung, also jede Woche könnt ihr ab jetzt eine kleine Skizze von mir gewinnen, die ich dann in der darauffolgenden Woche zeichnen werde. Genau. Ich werde das Ganze in den Kommentaren auslosen, also überall, wo man kommentieren kann, könnt ihr kommentieren. Wenn ihr auch doppelt kommentiert, dann habt ihr eben doppelte Gewinnchancen. Ja, ich freue mich schon sehr. Ja, ich starte jetzt mit dem Zeichnen an die Podcast-Leute, also die, wo das nur jetzt mit Audio hören. Wie gesagt, ich hoffe, das stört nicht. Ja, das wird so ein kleines Experiment, aber das wird schon. Die Person übrigens, die ich gerade zeichne, das ist der Erfinder von diesem Namen, also von diesem Podcast-Namen. Ich habe nämlich auf Instagram so eine Fragerunde gestartet, bevor ich den Podcast angefangen habe. Ich bin leider sehr, sehr unkreativ, was so Namensfindung oder alles, was so mit Wörtern und sowas zu tun hat, da bin ich leider raus. Deswegen habe ich euch gefragt und ich habe wirklich keine bessere Variante gefunden. Also das war echt der beste Vorschlag. Sketch me if you can. Könnt ihr übrigens auch mal sagen, wie ihr das findet, die Idee. Ich fand die mega. Ich fände es übrigens jetzt wieder schon maximal stressig zu zeichnen und zu reden. naja, ich glaube auch übrigens, dass die Zeichnungen nicht fertig werden. Zumindest anfangs. Ich glaube, ich muss mich da einfach noch ein bisschen dran gewöhnen. Weil ich, ja, ich will halt irgendwie, also ich will versuchen, schneller zu zeichnen, dass ich das auch fertig bekomme. Dann eben muss ich mich auf die Proportionen konzentrieren und was ich als nächstes sage, was ich schon gesagt habe und so weiter. Naja, ich glaube, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, worum wird es heute eigentlich gehen? Ich habe auf Instagram mal wieder eine Fragerunde gestartet und habe euch gefragt, was interessiert euch so, was wollt ihr hier im Podcast hören und so weiter. Und zum einen kam sehr oft die Frage, was hast du in deiner Grafikdesign-Ausbildung gemacht? Dazu werde ich auf jeden Fall eine Folge machen. Nicht heute, aber dazu wird auf jeden Fall was kommen, weil ich kenne es von mir selber, also ich war, als ich mich da beworben habe, beziehungsweise kurz bevor ich mich beworben habe, hatte ich keinen Plan, was man da überhaupt so braucht. Also wie läuft dieser ganze Prozess überhaupt ab mit dem Bewerben? Was braucht man in der Mappe? Man muss ja eine Mappe anfertigen mit, ich glaube, 10 bis 20 Bildern waren das. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ja, also ich war wirklich selber komplett planlos. Deswegen verstehe ich die Frage und darauf werde ich auf jeden Fall auch eingehen. Und auf Instagram werde ich euch dann meine Mappe auch mal zeigen. Also ich weiß nicht mehr, ob ich alle Bilder noch habe, aber ich glaube, das müsste man zusammenkriegen. Deswegen, das wird auf jeden Fall auch kommen. Und ja, heute wird es darum gehen, ich habe nämlich eine Frage auch noch bekommen. Was magst du am Zeichnen am liebsten? Und eigentlich ist das so eine banale Frage, aber ich habe mir so Gedanken drüber gemacht. Ich war gestern nämlich bei meinem berühmten Spaziergang ohne Handy. Wenn ihr die letzte Folge gehört habt, dann wisst ihr, was ich meine. Ja, ich habe mir Gedanken drüber gemacht und da sind mir sehr viele Dinge eingefallen. Zum einen ist es einfach, es macht mir Spaß. Also es ist mein Hobby schon mein ganzes Leben lang und eben auch immer noch. Also ich liebe das, mich entspannt das. Es ist
es wird ja auch als Meditation, sage ich mal, genutzt, also als Therapie. Es gibt ja so Kunstzeichentherapien. Also es wirkt tatsächlich entspannend. Ich glaube, das liegt auch da. Also deswegen sind Künstler wahrscheinlich auch so entspannt alle. Die meisten zumindest, die ich kenne. Ja, wie gesagt, also es entspannt mich sehr. Und zum anderen, was das Auftragszeichnen angeht, man kommt mit sehr coolen Leuten in Kontakt, das muss man dazu sagen. Und es ist einfach das Schönste, wenn man, also ich kriege ja auch manchmal Videos oder Fotos zugeschickt von Leuten, die dann das Bild auspacken, und das ist, glaube ich, wirklich der schönste Moment. Also wenn man dann sieht, wie sehr sich diese Person freut, oder manche fangen da an zu weinen, und wie krass, also was für krasse Emotionen man damit bewirkt, da kommen mir selber manchmal die Tränen, wenn ich das sehe. Also das ist wirklich so ein Punkt, der ist unbezahlbar. Ja, und was mir in letzter Zeit noch aufgefallen ist, und darauf möchte ich in dieser Folge ein bisschen näher drauf eingehen, weil ich glaube, das Thema ist auch noch nicht so verbreitet, also es kennen viele nicht. Zumindest mit denen, wo ich bisher drüber geredet habe, die kannten das gar nicht, noch nie was davon gehört. Und zwar geht es darum, ich fange mal so an. durch das Zeichnen habe ich das Gefühl, dass sich meine Menschenkenntnis sehr gebessert hat. Also man kennt das ja, es gibt ja so diese Körpersprache, die man dann lesen kann, wie sich eine Person verhält und ob die dann irgendwie die Augen zukneift, oder ja, Körpersprache eben, wo man dann erkennt, wie die Person, was die gerade wirklich denkt oder was die fühlt und so weiter, oder ob die lügt und so, das kennt ihr ja alle. Aber ich bin letztens auf ein Thema gestoßen. Es gibt diese, ja, das ist eigentlich gar keine Körpersprache mehr, sondern das ist eher, da geht es um Anatomie, also nicht mehr um Körpersprache direkt, sondern um die menschliche Anatomie, wie der Körper, ja, aufgebaut ist, sagt man das so. Auf jeden Fall ist es so, dass, es ist auch schwer zu erklären, fällt mir gerade ein, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ich mache euch da einfach mal ein Beispiel, und zwar haben Forscher festgestellt, ich habe keine Ahnung, welche Studien das waren, oder ich kann euch die jetzt nicht nachweisen, ich will auch für nichts garantieren, aber ich habe das so gehört. Es gibt Studien, wo eben Ärzte oder Forscher festgestellt haben, dass Menschen, also wenn die dann älter sind, also wirklich so 40, 60 und so weiter, dass die Anatomie damit zusammenhängt, also mit dem Charakter zusammenhängt. Wie sage ich das jetzt am besten? Beispielsweise an den Lippen konnte man das erkennen, oder an der Nase ganz stark. Bei den Lippen war es so, dass Leute, die zum Beispiel eher sehr unsicher sind im Leben, oder die sich ja, viele Gedanken immer machen und sehr, ja, eher zurückhaltend sind, dass die schmalere Lippen bekommen im Laufe des Lebens. Das passiert natürlich nicht in ein, zwei Jahren oder so, aber eben irgendwann mit 60 oder so hat man dann festgestellt, dass Leute, die eben sehr unsicher sind oder sich oft einen Kopf machen, schmalere Lippen bekommen haben. Oder es ist auch bei Nasen so, dass Leute, die, ja, ich glaube, sehr sicher sind oder sehr von sich überzeugt und wissen, was sie tun und so weiter, dass die eher so einen Höcker haben auf der Nase. Und man hat das vor allem bei Frauen festgestellt, die sich die Nase machen lassen haben. Sagt man das so? War das ein Satz? Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat man das festgestellt, dass bei Frauen, die sich die Nase halt operieren lassen haben, dass es nach vielen Jahren, dass dieser Höcker dann trotzdem wieder kam, weil das irgendwie so, ja, irgendwie mit der Anatomie zusammenhängt und mit dem menschlichen Verhalten. Und ich dachte mir erstmal so, ja, ja, kann schon sein. Ich habe dann eben angefangen, auch darauf zu achten oder so, wenn ich zeichne. Ich befasse mich ja sehr, sehr stark mit Gesichtern. Also ich befasse mich ja im Detail damit, also wirklich auf den Millimeter genau. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dadurch, dass meine Menschenkenntnis dadurch tatsächlich besser wird. Und worauf ich eigentlich hinaus möchte, als Erklärung, also man hat das Ganze natürlich auch erklären können. Und mir ist dazu ein Beispiel eingefallen. Ich habe letztens ein Buch gelesen, oder was heißt letztens, das war ein bisschen länger schon her, aber das heißt Sapiens. Auf Deutsch heißt das Eine kurze Geschichte der Menschheit, glaube ich. Jedenfalls geht es halt darum, ja, um die Entwicklung der Menschheit, ja, wie sich der menschliche Körperbau und so weiter auch entwickelt hat, wie das Ganze mit Landwirtschaft und bla 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 zusammenhängt. Also sehr, sehr interessantes Buch, kann ich echt empfehlen. Und da ging es zum Beispiel darum, um den Frauenkörper. Der Frauenkörper ist meiner Meinung nach der beste Beweis dafür, dass es irgendwie schon Sinn macht, was diese ganzen Studien da aussagen. Also mit dem,
dass man schmalere Lippen bekommt und so weiter. Es gibt da auch einen Spruch, der heißt, ach, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der heißt, aber es geht darum, irgendwie mit 20 siehst du so aus, wie dich Gott erschaffen hat, mit 40, wie du wirklich aussiehst und mit 60, wie du dich gemacht hast. Irgendwie so. Also falls ihr den Spruch kennt, korrigiert mich da bitte. Ich glaube, der heißt nicht so, aber vom Sinn her, inhaltlich, ja, geht es halt darum. Und das macht Sinn, weil in dem Buch zum Beispiel geht es darum, um den Frauenkörper, also um die Geburt. Warum wir Menschen, beziehungsweise wir Frauen, Probleme mit der Geburt haben. Bei den Menschen ist es ja so, wenn ein Kind auf die Welt kommt, also ein Säugling ist ja komplett hilflos. Also ein Säugling kann ohne andere menschliche Hilfe nicht überleben. Bei anderen Tierarten, manche ja, sind nach der Geburt schon, kann man so sagen, komplett ausgereift, beziehungsweise können ja, so überleben, ohne deren Mutter, Vater, was auch immer. Bei Menschen ist es nicht so. Also bis der wirklich komplett ausgereift ist, dauert das ja Jahre. Also du kannst ja ein 7-jähriges Kind immer noch nicht frei in die Wildnis setzen und das wird da immer noch nicht überleben. Und bei uns dauert es eben viele, viele Jahre lang. Und das hängt damit zusammen, weil wir Menschen wir Frauen haben Probleme damit, ein Kind wirklich auszutragen. Das hängt damit zusammen, weil die Menschen irgendwann angefangen haben, mit Landwirtschaft Sachen anzubauen, Weizen, bla bla bla. Ihr wisst schon, ich habe jetzt gerade übrigens mega wieder den Struggle mit dem Zeichnen. Ich kann mich nicht konzentrieren auf das, was ich sage und auf das, was ich zeichne. Naja, wir machen einfach mal weiter. Worauf ich hinaus will. Die weibliche Taille ist dafür der beste Beweis. Und das kann man dann auch damit verknüpfen, wie das Ganze mit den Lippen und so. Vielleicht versteht ihr dann, was ich meine. Die weibliche Taille ist entstanden, weil wir Menschen aufrecht gehen. Also das war ja nicht immer so, wir sind ja auf allen Vieren eigentlich immer rumgeklettert. Und ja, jetzt ist es eben so, dass wir auf zwei Beinen stehen. Dadurch ist es so, dass während der Geburt eben alle Organe und so weiter immer weiter nach unten gepresst worden sind und wir dadurch eine Taille bekommen haben. Klingt für mich logisch, vielleicht klingt es für jemanden nicht logisch, aber so erkläre ich mir das auch mit diesen Nasen und Lippen und dass die schmaler werden und so weiter. Und durch das Zeichnen habe ich das tatsächlich festgestellt. Also wenn ihr mal darauf achtet, auf Leute in eurem Umfeld oder die ihr eben kennt, das funktioniert eben natürlich nur dann, wenn man auch wirklich die Person, den Charakter von der Person kennt, aber das stimmt. Das stimmt einfach. Achtet mal darauf. Guckt euch mal irgendwie Fotos von euren Omas, Opas, Lehrern, was weiß ich was, an, wie die früher aussahen und wie die jetzt aussehen. Natürlich funktioniert das nicht, wenn ihr gerade 20 seid, aber bei älteren Leuten stimmt das einfach. Und das hat mich so fasziniert, dieses Thema. Face Reading heißt das übrigens, nennt man das. Da gibt es auch so mega die Experten, die sich damit voll gut auskennen und sich richtig damit befassen, Studien machen und so. Und ich fand das so interessant. Und wo ich mich da eben reingelesen habe, und dieses Buch habe ich übrigens schon viel früher gelesen. Ich glaube, die Beschreibung von dem ganzen Thema war jetzt nicht so der Hammer, aber ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Ja, aber ich fand das Thema so interessant, weil, und wie das auch mit dem Zeichnen zusammenhängt. Ich habe mich damit ehrlich gesagt nie damit auseinandergesetzt, aber wo ich dann so drüber nachgedacht habe, vor allem als ich die Frage gestellt bekommen habe, da habe ich echt festgestellt, da ist irgendwie was dran und irgendwie bringt mich das schon weiter im Leben, weil ich glaube, Menschenkenntnis ist ich glaube schon, dass es so eine wichtige Eigenschaft ist, also so ein bisschen Menschenkenntnis kann ja nie schaden. Deswegen ist das eben ein Punkt, der mich sehr bereichert. Und das ist eigentlich, ich weiß auch gar nicht, wie man das sonst lernen kann. Ich finde das mega interessant. Ich kenne ziemlich viele, die sich damit etwas mehr auseinandersetzen, aber eben mit dieser Körpersprache, also mehr auf Körpersprache, wie verhält sich eine Person, was eben auch sehr, sehr wichtig ist, denke ich, zu können. Ja, wie gesagt, das ist, glaube ich, so das Coolste, was ich so mit dem Zeichnen verbinde. Also was mich, sag ich mal, in meinem Alltag am meisten weiterbringt. Bestimmt gibt es da noch andere Dinge, aber ja. Und natürlich, dass man, wie schon erwähnt, mit vielen Leuten in Kontakt kommt. Also gerade dadurch, dass ich auch immer wieder irgendwelche Influencer oder so frage, ob ich die mal zeichnen kann, ob die das für mich posten und so weiter, als Werbezwecke, sag ich mal.
ich glaube, das hat mir bisher so die meisten Kontakte eingebracht, weil dann kommen die Leute auch auf mich manchmal zu. Und ich habe jetzt letztens zum Beispiel einen Adventskalender gemacht von Luisa Creschen, falls ihr die kennt. War ein sehr, sehr cooles Projekt. Also das hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Wir haben uns da für so eine Lineart entschieden. Also ich habe sie und ihre Schwester Esther, ich habe die gezeichnet als Lineart und das kam dann auf den Kalender. Und so die einzelnen Türchen habe ich gestaltet. Es war wirklich ein cooles Projekt. Das war auch eine sehr coole neue Erfahrung. Und ich meine, ich habe das glaube ich, ich habe das in der letzten Folge auch schon angesprochen. Mein Chef zum Beispiel, also Tom Platzer, ich arbeite ja bei TPA Media in der Social Media und Branding Agentur. Den habe ich auch dadurch kennengelernt. Also ich habe den damals auch vor, ich glaube, 1,5 Jahren war das ungefähr oder fast 2 Jahren sogar. Also es ist schon echt lange her. Aber ich habe den damals auch gefragt, hey, wenn ich dich zeichne, bla bla, könntest du das für mich posten und so. Und ja, hat er dann gemacht. Dann hat Tom sein Buch geschrieben, sein zweites, und hat mich dann gefragt, ob ich die Zeichnungen übernehmen kann in dem Buch, was auch ein sehr, sehr cooles Projekt war. Also ich glaube, das waren so die 2 coolsten Projekte. Und ich habe letztens von Martin Frost das Buch illustriert. Den habe ich auch durch Tom kennengelernt. Also ihr merkt schon, diese ganzen Projekte, die wären ohne das Zeichnen nicht möglich gewesen. Oder dadurch, also wenn ich die Leute nicht gefragt hätte, ob ich die zeichnen kann, dann wäre das alles nie entstanden. Und man kommt da wirklich an so coole Kontakte ran. Und ich habe das in der letzten Folge ja auch schon erwähnt. Also von vielen wurde das früher immer belächelt. Also gerade in der Ausbildung oder so. Hey, ich zeichne ja nicht for free. Also, aber ja, jetzt seht ihr, wo ihr seid. Ups, okay. Das waren meine Katzen, ich glaube, das hat man gehört. Aber genau, da sieht man eben dran, dass sich das auch lohnt. Also ich weiß ja, warum ich das mache. Und also für mich ist das nicht for free einfach zeichnen, weil, wie gesagt, ich erwähne das jetzt nicht nochmal. Ich glaube, ich habe es jetzt oft genug gesagt. Genau, das ist eben auch so ein Part, der eigentlich am coolsten ist am Zeichnen. Und was das sonst noch so für Nutzen hat für mich, ich glaube, ja, eigentlich, dass ich ziemlich gelassen bin. Also ich bin mit den Jahren, also ich habe früher gar nicht so mega viel gezeichnet. Ich habe halt schon meine ganze Kindheit lang immer wieder gemalt, gezeichnet und so weiter. Aber so richtig angefangen habe ich halt in der Ausbildung, wo ich das auch wirklich täglich gemacht habe. Und ich merke an mir selber, dass ich viel, 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 viel gelassener geworden bin mit den Jahren. Also wirklich, ich gehe mit Situationen ganz anders um. Natürlich ist es wahrscheinlich auch ein bisschen Reife, die da mitspielt, aber so im Großen und Ganzen hängt das, glaube ich, auch damit zusammen, weil das eben sehr beruhigt einfach. Das ist so eine Art Meditation. Ich meine, beim Zeichnen, was macht man da? Man sitzt halt rum. Was will man da auch großartig machen? Man denkt sehr viel nach. Ich höre sehr viel Musik. Musik ist ja auch so ein Punkt. Da habe ich mir irgendwie in letzter Zeit auch drüber Gedanken gemacht. Musik, was es eigentlich ausmacht, weil ich habe in letzter Zeit nicht so viel Musik gehört wie früher, weil ich mag Musik, die sehr depri ist. Toll. Aber ich mag Musik, die halt sehr, ja, so langsam und eher, ja, depri einfach ist. Ich mag das irgendwie. So beim Zeichnen und so, da komme ich halt so richtig erst in den Flow, wenn ich sowas höre. Aber es macht halt auch was mit einem. Und in letzter Zeit habe ich nicht mehr so oft Musik gehört, sondern habe dann irgendwie Filme geschaut oder ja, Podcasts angehört, wobei ich Podcasts auch nicht mehr so oft höre wie früher. Aber bei Filmen, ich weiß nicht, irgendwie, entweder ich gucke die falschen Filme oder, also ich weiß nicht, was da mit mir nicht stimmt. Oh, ich brauche kurz einen Spitzer. Kurz ASMR, hört ihr das? ich kann keine Filme gucken. Ich weiß nicht wieso, ich kann keine Filme gucken. Ich finde das langweilig. Also gestern zum Beispiel habe ich mir irgendeine Serie, glaube ich, war das, oder auch einen Film, keine Ahnung. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die hieß, ehrlich gesagt. Jedenfalls habe ich mir das angemacht, war irgendwie in den Top 10 oder so von Netflix. Ich fand das stinklangweilig. Erstens, ich kann mich damit einfach nicht identifizieren. Also, so wie die Leute reden in den Filmen und so, das ist ja mega gestellt. Und also kein Mensch, so wie man im Film redet, kein Mensch redet so in echt. Ihr wisst das ja selber. Und ich kann mir das nicht angucken. Das ist so fern von der Realität. Was ich mir angucken kann, sind so Mördersachen. Also so realistische
Fälle, sag ich mal, oder Dokumentationen, sowas kann ich mir angucken. Das finde ich mega interessant, weil das sind dann auch so Sachen, wo halt wirklich Leute interviewt werden. Das finde ich sehr interessant. Aber Filme, ich weiß ja nicht. Also wenn ihr Filmvorschläge habt, ja damit. Ich bin da sehr offen für. Ich würde sehr gerne Filme gucken, weil das echt eine gute Beschäftigung ist während dem Zeichnen. Aber wie gesagt, ich kann mich damit nicht anfreunden. Ich weiß nicht warum. Naja, wie auch immer, falls ihr selber zeichnet, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Ich werde nämlich im Dezember, also ich habe geplant, einen Adventskalender zu starten, weil ich sehr, 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 sehr oft die Frage bekomme, wo hast du das gelernt, wie lernt man das, hast du Tipps für mich? Und ich würde euch ja gerne Tipps geben, aber es ist halt super schwierig, halt die Frage irgendwie in einem Satz zu beantworten. Also was wirklich am besten hilft, ist das, was ich gerade mache, skizzieren. Mache ich selber super selten. Das wollte ich ändern, hatte ich vor zu ändern. Und deswegen mache ich das Ganze jetzt auch. Also mit den Gewinnspielen und so weiter, weil ich muss einfach skizzieren. Ihr werdet merken, wenn ihr regelmäßig skizziert, also wirklich Porträts, ihr werdet besser. Ihr werdet 100% besser. Das ist eigentlich wirklich der einzigste Weg, um wirklich gut zu werden im Zeichnen, weil... Ja, Übung macht den Meister. Umso häufiger ihr das macht, desto schneller werdet ihr sein in der ganzen Sache. Also desto schneller werdet ihr zeichnen können. Und ja, deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen. Aber wie gesagt, ich plane einen Adventskalender, wo ich jeden Tag ein Video posten werde, wo ich so kleine Tipps geben werde oder ja, irgendwelche Zeichen, Hacks und so weiter, wie ihr die euch vielleicht helfen beim Zeichnen. Darauf freue ich mich schon sehr, sehr, sehr. Ich habe so ein paar Videos habe ich schon aufgenommen. Ziemlich viele brauche ich noch. Es werden ja 24 Stück. Und außerdem könnt ihr da eine richtige Zeichnung gewinnen. Also zu Weihnachten verlose ich ein richtiges Porträt. Also jetzt nicht nur so kleine Skizzen, sondern ein echtes, richtiges Porträt. So wie ihr das von mir kennt, von meiner Instagram-Seite. Darauf freue ich mich auch schon. Das werde ich nämlich auslosen unter den Kommentaren. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Weil es wären ja 24 Videos, ich will das nicht nur unter einem Video machen, weil ich glaube, sonst kriegen das auch viele Leute nicht mit und haben dann irgendwie gar nicht die Chance. Unter allen Videos weiß ich nicht, ob das zu viel wäre. Ich werde mir da auf jeden Fall noch irgendwas überlegen, aber darauf freue ich mich schon sehr. Und ich merke gerade, die Zeichnung, die ich hier gerade anfertige, die sieht komplett trashy aus. Also wie gesagt, ich muss mich da glaube ich echt noch dran gewöhnen mit dem Podcast, mit dem Zeichnen und Blatt nicht bewegen und filmen und manchmal in die Kamera gucken, was ich glaube ich bisher zweimal vielleicht gemacht habe. Naja, ich bin sehr gespannt. Ich glaube auch das Setup wird sich in nächster Zeit öfters mal ändern, weil ich noch nicht so ganz zufrieden bin. Aber gut. Und das mit den technischen Schwierigkeiten. Ich hoffe auch, dass das irgendwann ein Ende nimmt. Das ist wirklich so ein Punkt, der mich in meinem Alltag sehr beschäftigt. Also ich und Technik, ich dachte vorhin, wir haben Stromausfall. Ich erzähle euch jetzt eine Story. Jetzt Storytime. Ich wollte den Podcast, ich habe mir das ja so vorgestellt. Der Podcast kommt ja jede Woche am Sonntag online. Und ich habe mir das so vorgenommen, ja, easy. Ich habe die ganze Woche Zeit, diesen Podcast irgendwann aufzunehmen. Irgendwann dann Donnerstag, Freitag werde ich dann das Gewinnspiel auslosen. Und ja, ganz entspannt wird dann der Podcast aufgenommen. Alles easy. Was denkt ihr? Natürlich nicht. Wir haben Sonntag, es ist 3:30, der Podcast muss jetzt dann online kommen, ich muss den noch schneiden. Aber gut, das kriege ich hin. Ich habe euch versprochen, der kommt um 18 Uhr online, bis dahin sind es noch 2 Stunden. Das wird schon. Eigentlich hatte ich vorgehabt, das am Freitag aufzunehmen, weil am Samstag hätte ich in Karlsruhe sein müssen. Das wurde leider verschoben, weil die Person, mit der ich mich treffen wollte, ist leider krank geworden. Meine Cousine, um genau zu sein. Ja, die haben da alle Fieber, deswegen haben wir uns doch nicht getroffen. Das werden wir verschieben. Und dann dachte ich mir so, ja gut, dann ganz entspannt nehme ich die Folge einfach am Samstagabend auf. Habe ja eh nichts zu tun und bin ja dann eben zu Hause. Dann war ich gestern, habe ich ein neues Bild angefangen. Vielleicht habt ihr das schon gesehen in meiner Story. Und ich war so in meinem Flow, wie ich in meinem Leben noch nie war. Ich bin auch wirklich, wirklich weit gekommen mit dem Bild. Also es ist
eigentlich zur Hälfte schon fertig. Und ja, dann hatte ich irgendwie keine Lust, den Podcast aufzunehmen, weil ich mir dachte, ja, nee, nachher klappt da wieder irgendwas nicht mit Ton und Technik und was weiß ich was. Und weil das war nämlich letzte Woche so, ich saß dann hier um 3 Uhr nachts und es hat immer noch nichts geklappt, deswegen kam auch nur Ton, also kein Video dieses letztes Mal. Und ich dachte mir, nee, da klappt wieder irgendwas nicht, dann sitze ich hier wieder um 5 Uhr morgens, nehme ich das einfach am Sonntag auf. Ja, heute Nacht konnte ich nicht einschlafen, warum auch immer, ich war bestimmt bis 5 Uhr oder so wach. Bin dann aufgestanden irgendwann mittags, naja, wie auch immer. Deswegen ist das jetzt alles wieder kurz vor knapp. Und außerdem, vorhin dachte ich, ich habe Stromausfall und dachte mir, nee, das kann jetzt nicht sein. Ich muss diese Podcast-Folge jetzt aufnehmen. Und wie ich zu dem Stromausfall kam, es war so, ich habe mir einen Wasserkocher wollte ich mir anmachen, der ging nicht an. Weil irgendwie dieses Kabel unter diesem Ding verheddert war, keine Ahnung was. Ja, hätte man eigentlich drauf kommen können, aber nein. Mein erster Gedanke war Stromausfall. Klar, aber gut, war zum Glück kein Stromausfall, alles gut. Die Podcast-Folge wird wie gewohnt aufgenommen. Ja, Technik ist irgendwie, damit werde ich mich, glaube ich, nie anfreunden. Ich habe auch letztens, es ist eigentlich schon fast peinlich, aber ich erzähle das einfach mal. Ich habe meine Heizung wäre kaputt. Ich habe meinen Vater angerufen per Videochat, habe dem alles gezeigt. Ich so, Papa, mir ist heiß, ich sterbe, meine Heizung geht einfach nicht aus. Es war wirklich, also die lief halt auf voller Stufe. Es war wirklich extrem warm hier. Ich hatte die ganze Zeit meinen Balkon auf. Ich rufe meinen Vater an. Ich so, Papa, ich sterbe, mir ist heiß. Warum geht diese Scheißheizung nicht aus? Und mein Vater so, hast du irgendwie versucht, die mal in die andere Richtung zu drehen? Weil ich glaube, du hast die nicht ganz runtergedreht, sondern ganz aufgedreht. Kann das sein? Und ich so, ja, nee, habe ich nicht. Problem gelöst. Ja, meine Heizung war nicht kaputt. Ich habe die einfach nur in die falsche Richtung gedreht. Hätte man auch selber drauf kommen können, aber naja. Ja, wie gesagt, ich und Technik sind nicht die allerbesten Freunde. Der Podcast neigt sich jetzt dem Ende zu. Ich bin gespannt, wenn wir schon gerade bei der Technik sind, ob alles aufgenommen ist, ob der Ton läuft, ob alle beide Kameras laufen. Ja, das werde ich jetzt gleich sehen. Die Zeichnung ist nicht geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Wie gesagt, das ist wirklich schwer, irgendwie alles gleichzeitig zu machen, also zu filmen und sich auf Ton und alles Mögliche zu konzentrieren. Aber ich glaube, in den nächsten Folgen wird das schon. Ja, wie gesagt, diese Folge wird auch ein Gewinnspiel sein. Also ihr könnt so eine Skizze gewinnen. Ich werde die gleich im Anschluss noch ein bisschen verschönern. Also ihr werdet da schon eine gescheite Skizze kriegen. Wie gesagt, kommentiert fleißig. Wenn ihr doppelt kommentiert, dann habt ihr doppelte Gewinnchancen. Dieser Podcast wird auf YouTube hochgeladen und auf Apple Podcast und eben auf Spotify. Aber kann man auf Spotify kommentieren? Ich glaube nicht. Wenn man das kann, kommentiert überall, wo man das kann. Ich werde mich informieren. Ja, ich wünsche euch ganz viel Glück beim Gewinnspiel und bis zum nächsten Mal.